Was ist die Ethik? Muss man gleich vorab sagen, die Ethik, die gibt es nicht. Es gibt ganz verschiedene Ausprägungen der Ethik und sie ist sehr davon abhängig, in welcher Kultur, in welcher Familie, in welchem Land und unter welchen religiösen Einstellungen ich aufgewachsen bin. Und so viel sei vorab schon verraten. Es gibt einen stark reglementierenden Teil, der meistens durch den Staat oder eine Staatengemeinschaft festgelegt wurde und es gibt den sehr viel größeren Teil der Ethik, der mit unseren Interpretationsmöglichkeiten zu tun hat. Die Ethik gibt es also nicht. Und es gibt auch nicht den oder die Ethiker. Es gibt allerdings Ethiker, die für bestimmte Haltungen stehen. Ethik ist auch nichts, was wie in Stein gemeißelt ist, sondern sie wandelt sich im Kontext der Menschheitsgeschichte und sie ist abhängig von unserer Analyse und Interpretation. Es gibt in der Gesellschaft keine einheitliche Moral. Maximal dürfen wir einen moralischen Minimalkonsens erwarten. Schauen wir uns ein solches Beispiel an. Zunächst das Selbstverständnis in der Medizin seit Hippokrates, das darin bestand, das Wohl oder Heil des Patienten sei das höchste Gesetz. In der Folge wurde dieser Grundsatz erweitert um den Willen des Kranken, also das Heil und der Wille des Kranken sei höchstes Gesetz. Circa 500 Jahre später postulierte der römische Arzt Scribonius Lagus, vor allem dürfe man nicht schaden. Primum nihil nocere oder nocere. Auch dies wurde in der Folge ergänzt. Primum nihil nocere, secundum cavere und tertium sanare. Erstens dürfe man nicht schaden, zweitens solle man vorsichtig sein und drittens heilen. Und auch im 19. Jahrhundert wurde dieses Prinzip von der berühmten Nurse Lawrence Nightingale bestätigt, nämlich, dass es zwar verwunderlich sei, aber das erste Erfordernis in einem Krankenhaus, einem Patienten nicht zu schaden. Gemäß dem schon vor über 2400 Jahren geprägten Grundsatz von Hippokrates, das Wohl und Heil des Patienten höchstes Gesetz sei und in der Folge auch definiert wurde, dass der Wille dazugehöre, hat sich auf die heutige Zeit bezogen, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, seine Autonomie als ein immer höheres Gut herausgeschält. Der ausdrückliche Wille des Patienten hat damit mehr oder weniger das Primat des Arztes, schon das Richtige für den Patienten zu tun, abgelöst. So kann sich ein Patient auch gegen eine, wie auch immer erwiesene, gute Therapie entscheiden. Es hat sich also eine neue Priorisierung, eine neue Rangfolge, in den Normsetzungen im Gesundheitswesen durch Verrechtlichung entwickelt. Zu oberst steht die Autonomie des Patienten, der das Recht hat, eine Behandlung zu verweigern oder zu wählen, was er möchte. Dann erst sozusagen das Heil oder die Wohltätigkeit durch den behandelten Arzt. Schließlich das Prinzip der Schadensvermeidung. Und hinzu kommen die Aspekte aus der heutigen Zeit. Gerechtigkeit und Gleichheit mit dem Respekt vor der Person und seiner Würde und seiner informierten Einwilligung. Bei der Gerechtigkeit geht es vor allen Dingen um die gerechte Verteilung, jedem die gleichen Behandlungsoptionen zu eröffnen. Bei dem Respekt geht es darum, dass wir die Patienten mit Würde behandeln und sie nicht als Kunden betrachten, denen wir etwas verkaufen. Und nicht zuletzt bei der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit geht es darum, den Patienten aufzuklären, ihm also ohne komplizierte medizinische Fachbegriffe verständlich zu vermitteln, welche Therapie wir ihm oder ihr angedeihen lassen wollen. An dieser Stelle nehme ich einmal ein sehr aktuelles, konkretes Beispiel um das Thema Autonomie des Patienten und Selbstbestimmung zu verdeutlichen. Es geht um die Sterbehilfe, auch Euthanasie genannt, was aus dem Griechischen übersetzt leichter, angenehmer Tod bedeutet. In der Medizin verstehen wir darunter zum Beispiel die Erleichterung des Sterbens durch schmerzlindernde Medikamente oder Narkosemittel. Auch die Herbeiführung des Todes durch ausbleibende lebenserhaltende Maßnahmen gehört dazu. Der Begriff Euthanasie wird heute bei uns nicht mehr verwendet, weil er im Nationalsozialismus missbraucht wurde, um behinderte und kranke Menschen, sowohl Kinder als auch Erwachsene im Zuge der sogenannten Rassenhygiene systematisch zu töten. Der Nationale Ethikrat unterscheidet bei uns zwischen Sterbebegleitung und Sterbenlassen. Sterbebegleitung gehört zur Palliativmedizin, bei der vor allen Dingen in der letzten Phase des Lebens menschliche Zuwendung, Pflege und Seelsorge zur Vermeidung der Leiden geleistet wird. Das Sterbenlassen meint das Unterlassen medizinischer lebenserhaltender Maßnahmen auf Wunsch des Betroffenen mit dem Ziel des früheren Eintretens des Todes. Betrachten wir dies nun unter dem Kontext der Gesetze, so steht zu oberst das Grundgesetz in Artikel 1, steht hier die Würde des Menschen ist unantastbar. Umgekehrt ist entsprechend im Strafgesetzbuch in 216 niedergelegt, dass es eine strafbare Handlung ist, Tötung auf Verlangen durchzuführen. Schon der Versuch sei strafbar. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht Anfang des Jahres 2020 den dahinterstehenden Paragraf 217 vernichtig erklärt, der die geschäftsmäßige Beihilfe unter Strafe gestellt hat. Im Moment diskutieren da die Fachkreise auf juristischer und medizinischer Seite, was das im Detail genau bedeutet. In der Praxis sind dabei vor allem schwerkranke Patienten betroffen und natürlich Ärzte und sogenannte Sterbehilfervereine. Bei den schwerkranken Patienten sah das Bundesverfassungsgericht eine Einschränkung ihrer Menschenwürde und ihres Persönlichkeitsrechts und bei den Ärzten und sogenannten Sterbehilfervereinen eine Einschränkung der Berufs- und Gewissensfreiheit. Bleiben wir also bei den Patienten und fragen uns, was denn Menschenwürde für sie bedeutet. Die Würde des Menschen nehme Schaden, sagen die einen, wenn sein Leben in die Hände organisierter Sterbehilfevereine geräte. Nein, sagen die anderen, ein Verstoß gegen die Menschenwürde liege im Gegenteil gerade dann vor, wenn solche Hilfe verweigert würde. Schwer leidende Kranke ihres Rechts, also auf Selbstbestimmung, beraubt wurden. Woran man erkennt, Menschenwürde wird auch unterschiedlich empfunden. Das jeweilige Individuum kann also selbst definieren, was für sie oder ihn Würde bedeutet. In diesem konkreten Fall zeigen Umfragen, dass eine große Mehrheit heute dafür ist, dass ein Mensch am Ende seines Lebens. Und wenn er schwer erkrankt ist, selbstbestimmt sterben darf und dafür im Zweifelsfall auch professionelle externe Hilfe in Anspruch nehmen darf. Gott ist